Wir schalten noch einmal zu Carsten Brandt, unserem Wetterexperten. Carsten, Hallo. Ich würde auch gerne nach deiner Meinung fragen, wie ist das mit den Warnsystemen? Wie funktioniert das und was können wir da noch tun? Was können wir da verbessern? Also ich sage da auch eine ganz emotionale, persönliche Antwort drauf. Ich bin total unzufrieden. Natürlich kann man nicht sagen, dass die Opfer jetzt wegen falscher Warnung oder zu später Warnung da sind. Aber man hätte, und wenn wir einen Menschen gerettet hätten mit einer besseren Warnung, dann wäre es das wert gewesen. Nein, wir können mehr tun. Wir in der Wettervorsage müssen vielleicht besser werden. Ich will das jetzt nicht nur von mir wegschieben, aber die Wettervorsage in dem Fall war es nicht, sondern wir haben ein Problem in der Schnittstelle. Ich möchte das mal erklären. In der Schnittstelle zwischen der Prognose des Regens, das war klar, dass es beispielsweise die Eifel stark treffen wird. Wir haben hier bei Bild Live drüber gesprochen. Wir haben, das ging hier über den Sender, haben wir alle zusammen an dem Abend der Nacht vor einer Katastrophe in der Eifel gewarnt. Und das war klar. Warum wurde dann nicht die entsprechenden Bäche und die entsprechenden Flüsse beobachtet? Und da fehlt einfach jetzt genau der Punkt. Also die Wetterwarnungen waren klar, auch vom Deutschen Wetterdienst. Warum wurden dann die einzelnen gefährlichen Bäche nicht beobachtet? Weil es gibt diese Warnsysteme nicht, also keine automatischen an den kleineren Bächen. Das kann man heute auch technisch machen. Also die Technik ist soweit. Und das macht mich wirklich verrückt. Warum? Da braucht man auch kein Stromnetz für. Inzwischen ist die Technik so weit, dass die mit Batterien arbeiten, die mehrere Jahre halten und die Daten dann an Satelliten schicken. Also da kann jeder kleine Bach überwacht werden. Verdammt nochmal, lasst uns das jetzt wirklich bundesweit einführen. Und da müssen, das geht technisch. Oder im Notfall, wenn man es nicht technisch machen möchte, dann muss man in so einer Lage, wo eine extreme Unwettergefahr ist, dann müssen die entsprechenden Bachabschnitte beobachtet werden, damit dann per Funk dann alarmiert werden kann. Funk ist das nächste Thema. Diese Funknetze, wir müssen da besser sein, nicht nur digital möglicherweise, sondern sogar analog, damit das immer funktioniert. Damit, teilweise hatten die Einsatzkräfte im Eifelraum Probleme, per Funk zu arbeiten, weil das nicht funktionierte. Also der Zivilschutz, da haben wir eine ganz, ganz große Aufgabe. Wir können uns lange hier unterhalten, der Klimawandel, das wird alles schlimmer, ist klar. Und wir werden wieder solche Katastrophen sehen. Aber entscheidend ist, dass wir diese Alarmsysteme verbessern. Ich möchte hier nicht nochmal sitzen und erleben, dass wir eine 9 Meter Welle durch ein Flusstal rauschen sehen und die Menschen werden nicht vorgewarnt. Das ist eine Katastrophe. So sage ich ganz ehrlich, der Zivilschutz und das Warnmanagement hat hier nicht funktioniert. Ganz ehrlich gesagt, da werden wir bestimmt auch später nochmal drüber reden. Ich würde dem fast eine Note mangelhaft geben. Wir hätten Menschenleben retten können, wenn das besser gelaufen wäre. Das ist meine ehrliche Antwort dazu. Und da muss noch viel passieren.